Okay, jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen üben. Und hier haben wir gleich den Term 7j plus 5 minus 8k. Und wir wollen den auswerten für j gleich 0,5 und k gleich 0,25. Und ich schlage wieder vor, probier das mal selbst. Okay, ich ersetze jedes j durch 0,5, jedes k durch 0,25. Das heißt, mein Term, mein Ausdruck sieht dann so aus. 7 mal j. Das mal schreibe ich jetzt diesmal mit Klammern. Ich kann das ja verschieden schreiben. Ja. Es kommt eigentlich nicht drauf an, aber ich mache jetzt mal mit Klammern, damit wir mit verschiedenen Schreibweisen ein bisschen vertraut werden. Okay, 7 mal 0,5 plus 5. Minus 8 mal 0,25. Und jetzt kann ich das zusammenfassen. 7 mal 0,5. 0,5 ist ein halb, also 7 mal 0,5 sind 3,5. Plus 5, das bleibt, ja. Und hier hinten habe ich 8 mal 0,25, 0,25 ist ein Viertel, also 8 mal ein Viertel sind 2. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Minus hier vor der 8 mal und so weiter, dass ich das mitnehme. Und wenn ich das vergesse oder plötzlich ein Plus schreibe, dann kommt was ganz was anderes raus. Und das ist zwar ein blöder Fehler, aber leider ein häufiger. Okay. Aber wir haben alles richtig gemacht. Dann fassen wir weiter zusammen. 3,5 plus 5 sind 8,5. Minus 2 sind 6,5. Gut. Und jetzt machen wir ein zweites Beispiel. 0,1m plus 8 minus 12n für m gleich 30 und n gleich ein Viertel. Und ja, du bist dran. Jetzt zusammen. 0,1m also mal 30 plus 8. Minus 12 mal ein Viertel. Jetzt kann ich das wieder zusammenfassen. 0,1 mal 30. 0,1 ist ja nichts anderes als ein Zehntel. Das heißt, ein Zehntel von 30, das sind 3. Dann habe ich hier die 8 und auch das Minus, das bleibt alles. Und hier hinten kann ich dann wieder zusammenfassen. 12 mal ein Viertel sind 12 Viertel. Und das kann ich kürzen und dann bleiben 3. Ja. Und jetzt habe ich hier 3 vorne und hier hinten habe ich minus 3. Das hebt sich gleich auf. Das heißt, was bleibt, ist ganz einfach die 8. Voilà.